Jo Leute, was geht ab? Hier ist ja wieder die Live-Dunk-Crew am Start. Wir fahren heute hier ein bisschen im Märkischen Viertel wieder dort. Dabei ist der Matti. Hallo. Team und Basti. Ja, und wir nehmen euch jetzt wieder ein bisschen auf der GoPro mit. Bikes sind am Start und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Tripping on back for the leg, say something. Never tell a pack that I never stay running. Sipping on facts, damn, no, I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cash. Und wir stellen uns jetzt nochmal ein bisschen unsere Bikes vor. Also, Tim fährt hier mit seinem Canyon Stitch mit lilanen Akzenten. Wie geil. Rahmengröße S. Bomber vorne, ne? Ja. Ja, eine Dreier. Genau. Also eine DJ. Matti fährt welche Rahmengröße? L. Auch die Bomber und mit blauen Akzenten. Ich fahre irgendwas zusammengebasteltes. Mit auch einer alten Bomber und noch einer Schwerman X-Kurbel. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, ne? Ja! Nein, du fährst jetzt nicht in mich rein. Mein Fahrrad klappert wie ein Scheißhaufen. Naja, vielleicht ist das einfach ein Scheißhaufen. Sei mal leise. Sendet. Ich werde so einen Matti reinkrachen. Oh. Oh, oh, oh. Junge! Oh, war ich schief! Fuck. Ich war richtig schief in der Luft, Alter. Ja, Mann. Du bist auch irgendwie so aufgekommen, ne? Ja. Also ganz tief. Ich folge ihm gerne. Follow Cam! Ich achte aber mit Absicht nicht auf dich. Jetzt hätte man die richtigen Skills hier. Es hatten uns ja schon ein paar über die YouTube-Kommentare oder auch über Instagram angeschrieben, dass sie mal mit uns fahren können. Also wenn ihr in Berlin wohnt und Bock habt, dann ein bisschen mit uns zu fahren, egal ob Street oder Dirt, und wir euch ein paar Plätze verraten sollen, beispielsweise zum Dirtfahren oder Street Spots, dann schreibt uns einfach am besten über Instagram, nicht wahr? Genau, und mir auch auf Instagram schreiben. Reicht! Auf jeden Fall, ich weiß, wir verlinken ziemlich viel, das tut uns auch leid. Aber verlinkt natürlich meine tolle Gabel, die schon 8 Jahre alt ist. Auf keinen Fall. Siehst du, wir müssen hier mit allem prahlen. Das finde ich nicht gut. Wenn ihr auf jeden Fall Bikeporn zu Fahrrädern sehen wollt, also vor allem zu meinem Canyon Stitch. Ja, da kann ich ja hier oben irgendwo mal verlinken. Du machst mal ein Bikeporn von meinem Video. Das lohnt sich nicht. Sunset is shining in the world. Oh my gosh. Der Autismus ist wieder real. Reicht dann auch für heute. Wir fahren Kurve, du fährst nochmal, ne? Ich fahr nochmal. Soll ich diesmal vorfahren, weil ich bin schneller? Ja, Mann. Fast gecrashed jetzt immer. Ja, Mann. Ja, Mann, fahr du vor. Diese ständige Hoch und Runter. Meine Güte. Nö. Nächster Run. Run after run hier. Yeah. Und Leute, falls ihr euch manchmal fragt, mit welchen Kameras wir filmen hier einmal mit der GoPro Hero 5 und Matti hat nochmal die GoPro Hero 5 Session.
etwas kleinere Version, ein bisschen praktischer, aber. Und ansonsten, also die anderen Aufnahmen, die man sonst in unseren ProNow-Videos oder sowas sieht, Sony Cybershot G, also ist eine relativ, ist halt eine Kompaktkamera. Aber für den Anfang ganz okay. Ja, dann. Ich würde sagen, Stand-Eat. Lego, ihr beide fahrt vor. Der verehrte Tim ist jetzt ja schon mal vorgefahren. Ich werde ihm jetzt mal hinterher fahren und seine Skills probieren nachzuahmen. Er ist ja schon ein sehr professioneller Fahrer. Ich würde sagen, das war sick. Danke nochmal, Kalleboy, dass wir dank dir zu viel über den Trick können. Oh shit! Windy, Alter. Krasse Scheiß, Alter. Ich würde auch gerne sowas mal können, Leute. Das denke ich mir schon. Die, der verehrte Herr, fahren jetzt die Kurve und ich werde ihnen direkt folgen. Achso, jetzt? Okay. Wir machen das jetzt. Lego. Für die Zuschauer. Lecker! Ich glaube, du bist noch im Schuh. Ernsthaft? Sag mal, als ob du ein Loch im Schuh hast vom Bremsen? Ja, ich habe meine Schuhe nicht so eng, dass ich... Gut. Was ist denn denn gut? Man kann hier durchschauen, ja? Zeig mal die Sohle. Ach, Junge! Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn euch ist auch egal. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Ciao.